Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Lies of P. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind nach wie vor hier im kahlen Sumpf und müssen mal schauen, dass wir auf jeden Fall unser Ergo zurückkriegen. So, müssen natürlich auch aufpassen, weil wir werden ja beschossen und das knallt ordentlich rein. So, Plan ist nach wie vor, ich möchte den erstmal ignorieren, bis ich, oder den Sumpf hier erstmal so weitestgehend ignorieren, bis ich diesen Schützen ausgeschaltet habe. So, ich hoffe, ich kriege jetzt kein Verderbnis. So. Oh, okay, hier geht's scheinbar nicht weiter, aber da ist eine Truhe. Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall eine Widerstandsampulle reinhauen. Ja, okay, dass du aufstehst, war mir irgendwie klar. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben schicke Venini-Sammlung. So, Widerstandsampulle still aktiv. Da kommen wir hoch. So. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Wir möchten nur unser Ergo zurück. Hier geht's nicht weiter. Ah, die Puppe der Zukunft, die will uns. Die will uns. Aber wir laufen einfach weg. Schneller. So. Genau, hier ist richtig. Oh, mal kurz umgucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Scheint nicht so. Dann dürfte hier auch irgendwo unser Ergo gleich liegen. Übrigens, ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, weil ich mir immer noch so unschlüssig war, welchen Legionsarm ich am geilsten finde. Und ich nutze am häufigsten die Puppenschnur. Deswegen werden wir die auch aufs maximale Level ziehen. Ja, sobald wir wieder in Grad sind. Oder ich sag mal, auf jeden Fall so hoch wie geht. So, jetzt muss ich hier rüber. Oh, ich bin so schlecht da drin. Wunderbar. Da liegt unser Ergo. Heureka. So, ich bin gestorben, weil ich runtergefallen bin. Oh, verdammt. Nice. Für einen Feuerkanister. Ey. Wir werden zu spucken, du Sau. Komm her hier. So. Dann. Nieder mit dir. Oder noch einen. Scheint der einzige zu sein. Wams. Wir kriegen ein Sternfragment und ein Legionsmagazin. Sehr gut. Hier geht's nicht weiter. So, da kommen wir nur wieder hoch. Da möchte ich nicht hin. Ich möchte hier runter. Zack. So. Da haben wir eine Truhe. Da wollen wir natürlich auch hin. Ah, die bricht doch ein, oder? Komm mal her. Lauf mal zu mir. Vielleicht bricht die ein. Nein? Oh, bitte brich nicht ein. Ich vertraue den Brücken in dem Spiel nicht mehr. So. Wunderbar. Ich höre Gegner. Da nicht. Da ist noch einer. Autsch. So. Komm mal her. Du willst bestimmt angelaufen kommen, oder? Ach, da ist noch einer. Naja, dich habe ich gesehen, mein Freund. So. Ah, guck mal, da kommt noch ein zweiter direkt an.
Der hält ein bisschen mehr aus. Hi. Ah, es fängt schon wieder richtig gut an. Oh, ich werde immer so nervös, wenn ich auf irgendwelchen engen Räumen kämpfen muss, auf solchen Stegen. Na, der geht's immer noch nicht so gut. Ah, okay, so nochmal. Widerstandsampulle rein und dann rushen wir da nochmal durch. Da oben, den müssen wir ausschalten. So. Ja, für den Schmetterling habe ich jetzt keine Zeit. Ich hoffe natürlich, dass wir den... Oh, hier sind aber viele. Ah, ne, nicht da. Da geht's lang. Ich hoffe natürlich, dass wir den, wenn wir dann nochmal hier durchlaufen und der Typ da oben weg ist, dass die dann nochmal auftauchen. Okay. Ich glaube, ich bin in so eine Falle reingelaufen. So. Jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannt. Weil wir wissen ja, was auf uns zukommt. Autsch. Ja. So viel zum Thema entspannt. So, darüber müssen wir jetzt nicht mehr. Beziehungsweise wir können uns hier runter droppen lassen. So, die Brücke bricht ja nach wie vor ein. Ja, komm, ich will nichts riskieren. Wir töten die auch nicht, dass die uns in den Rücken fallen. Ist ja fix gemacht. So, dann hier runter. Komm mal her, ich will nämlich nicht wegen dir hier runterfallen. Okay, wir haben es gerade gemacht, wir sind einfach rübergerannt, ne? Sehr gut. Sehr gut. So, dann stand dort rechts nochmal einer. Moin. Okay, wir gehen, bevor wir unser Ergo holen, gehen wir hier nochmal hoch. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ja, ja, ja. Okay, da liegt was. Gucken wir uns gleich an. Da liegt auch noch was. Ah, nice. Ein Stargazer. Den aktivieren wir natürlich direkt. Aber wir setzen uns nicht dran, weil sonst sind alle Gegner wieder da. Und wir haben noch 7-mal Heilung. Das ist absolut fein. So. Dann... Oh, ich dachte, es bricht ein. Ich habe da irgendwie so... das Gefühl gehabt. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Nimm das. Ja und nu? Okay. Wunderbar. So. Mein Herz, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, komm hoch. Den wollte ich eigentlich opferbaren für ihn hier. Oh, ganz entspannt. Ah, easy. Ein Stern. Du Sau. Lass mir in Ruhe. So, nochmal ein Fabelkatalysator. Und dann haben wir hier die Truhe. Und dort drinnen haben wir... Geil, nochmal ein Legionskaliber. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Das werden wir mal nachgucken, wenn wir in Grad sind. So, einmal kurz die Ausrüstung möchte ich nach.
gucken. Und zwar nicht den Puppenschaden, sondern den hier möchte ich erhöhen. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal nur gegen gegen diese verseuchten Typen kämpfen. Ich höre große Stampfen. Ne, ist eine Kugel, okay. Irgendwo ist noch ein Schmetterling in der Nähe. Wir warten die Kugel mal ab, dann holen wir uns das Item. Ein Attribut Widerstandsampulle. Gerne gesehen. Wo ist denn der Schmetterling? Bist du nochmal von der Kugel erwischt? Ne, leider nicht. So, da müssen wir schnell sein. Oh, bitte nicht. Kriegt der Schaden durch die Kugel? Natürlich nicht. Oh. Problem. Fuck, hier sind mir deutlich zu viele Kugeln. Oh, das war knapp. Okay. Ist da drinne was? Nee, da geht's nur runter. Okay, schnell sein. Schnell, 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 schnell. Nein. Ich könnte weinen. Ah, ich hasse es. Kugeln. Mein schlimmster Erzfeind. Nach der Höhe. Hatten wir unser Ergo aufgesammelt? Ja, hatten wir. 15.000. So. Aber jetzt können wir uns ja den Weg darüber sparen. Autsch, das war zu hoch. Da hätte ich vielleicht die Leiter nehmen sollen. Das war ein bisschen dumm. Aber wir haben ja den Ring, an der über Zeit Gesundheit regeneriert. Von daher absolut fein. So, die Kugel kommt. Ich möchte noch mal warten. Ja, wenn wir jetzt laufen, schaffen wir es nicht. Wir müssen noch mal abwarten, eben einmal. Stellen uns mal hier hin. Jetzt rennen wir einfach durch. Komm, bitte, 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 bitte. Lass mich in Ruhe. Okay. Da müssen wir uns heilen. Aha. Sieht mir hier was? Komm du mal lieber ran. Ich zieh dich lieber ran. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Wir heilen uns auf jeden Fall. Kugeln machen mir zu viel Schaden. Ah, abwarten. Nein. Nein. Ich dachte, ich hätte es überlebt, aber nein, da kommt dann eine zweite Kugel. Okay, wir werden keine Items mehr einsammeln, die auf dem Weg da sind, wenn dort eine Kugel langkommt. Ich habe die Hoffnung, dass wir den Mechanismus, die Person, die dafür verantwortlich ist, dass da die Kugeln runterrollen, ich habe die Hoffnung, dass wir das halt beseitigen können. Aber dass da keine Kugeln mehr kommen und man sich dann in Ruhe alles angucken kann. Wäre natürlich wünschenswert. Aber vorab, jetzt gucken wir uns keine Items mehr an, die auf dem Weg liegen. Das ist einfach immer mein Verhängnis. So, jetzt kommt der Typ darunter gefallen. Ich werde auch gleich mal gucken, nachdem ich den getötet habe. Guck mal, ja. Ob ich irgendwas habe, um mich leichter zu machen.
So, vielleicht laufen wir dadurch schneller. Ne, nicht wirklich, oder? Doch? Okay. Dann lassen wir die Sachen einfach mal aus. Damit wir hier bedenkenlos dann durch können. So, Kugel rollt. Bleiben hier stehen, hier passiert uns nichts. Den Schmetterling lassen wir auch erstmal Schmetterling sein. Ja, da jetzt mit den Kugeln den Schmetterling versuchen zu töten, das wäre reiner Selbstmord. Ah, come on! Ah, das ist doch so belastend. Oder übersehe ich einen Weg? Das kann natürlich auch sein, dass man da gar nicht lang muss. Oder man da irgendwie anders noch hinkommt. So, nochmal. So, hier wollen wir nicht runterspringen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. So. Aber bin ich schneller jetzt, wo es leichter ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es so schlecht einschätzen. Kommen sie wieder her. Renn, 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 renn. Okay. Haben wir geschafft. Also die erste und zweite Kugel, die sind ja nicht so wirklich das Problem. Die dritte, die bricht mir das Genick. Okay, nice. Dass der jetzt dahin geflogen ist, super gut. Halbmondstein nehmen wir mal gerne mit. Wie weit darf ich vor bis hier? Oh, Gott sei Dank. So, ein trüber Ergo-Brocken. Ich glaube, ich muss hier runter. Okay, wir warten, bis die nächste Kugel kommt. Die kommt da. So. Kommt mir hier auch wieder eine Kugel entgegen oder ist hier safe? Scheint safe zu sein. Fallen haben wir hier auf jeden Fall. Ja, du darfst eigentlich liegen bleiben. So. No fucking way. Hör auf, das muss doch nicht sein. Boah, das muss wirklich nicht sein. Ja, da bist du im Kopf kürzer, mein Freund. Okay. Nice. So, was haben wir hier drin, ne? Wird mal wieder Zeit für eine Waffe, wa? Störungskartusche. Die schauen wir uns auch nochmal an. Wir müssen ja gleich eh wieder die Sachen anziehen. Die Gegenstände, die wir jetzt ausgezogen haben. Vorab mal eben die Lage ein bisschen checken. Okay, nice. Shortcut vom Stargazer aus. So. Dann, wir haben hier sehr viel Feuer, aber ich glaube... Was machen die nochmal? Die machen Säure? Ist das Säure, was die machen? Ich glaube ja, ne? Hier haben wir 8. 8. 4, 4, 7. Dann nehmen wir den hier.
Die sind wieder etwas schwer. Und hier haben wir wieder eine neue Kartusche gefunden. Schockbrechenwiderstand. Naja, wir sind so oder so etwas schwer, also von daher. Also sind wir. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Sind wir zwar immer noch etwas schwer, aber nicht mehr ganz so extrem schwer. Fuck off, Digga. Wirklich. Ah, du kannst gleich liegen bleiben. Nieder mit dir. Nice. Wir haben Klinge des Stadtlangspeers. Oha, nice. Schauen wir uns mal direkt an. Klinge des Stadtspeers. Wo ist es das hier, ne? Skaliert auf Technik. Und wir haben leider keine Technik. Optisch sieht's gar nicht mal bad aus. Nice. Aber leider nichts für uns. Leider, leider nichts für uns. So. Wir müssen ja dran denken, wir haben den Shortcut zum Stargazer. Aber jetzt bin ich doch wieder am Anfang. Weg mit dir. Jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt können wir uns einmal an den Stargazer ransetzen. Jetzt müssen wir nicht mehr an den Dings vorbei. An den ganzen Kugeln. So, warte mal. Wir möchten hoch. Das haben wir gerade runtergelassen. Das heißt, da oben muss es ja weitergehen. Von da sind wir gekommen. Da war der dicke Bär. Dann geht's hier hoch. So. Kommt doch bestimmt irgendwer irgendwas raus. Oh mein Gott, was bist du denn? Holy shit. Alter. No, geh weg. Bitte. Oh mein Gott, so eine Kinderpuppe wieder. Ja. Nein! Weg von mir! Ey, mach dich mal weg hier! Birne! Na, verdammt! Holy shit! Was ist das? Alter. Was für ein geiles Moveset hat der denn drauf? Jetzt verrecke bitte einfach. Danke. Sprungamulett, Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Was hat der denn für ein Moveset drauf gehabt? So. Wartet mal. Sprungamulett erhöht maximale Ausdauer. Oh, geil. Ausdauerwiederherstellung. Dann ziehen wir den aus und nehmen den. Maximale Ausdauer. Ausdauer ist immer gut. So, was hat der denn bewacht? Kadaver, Körperflüssigkeitsflasche. Leicht entzündlich. So, und da oben sind wir dann, glaube ich, bei dem Typen, der die ganze Zeit mit diesem Mörser, würde ich fast schon sagen, schießt. So, ich möchte erstmal zum Item. Da möchte ich tatsächlich gerade noch nicht hin. Ich würde lieber erst diesen Mörser wegmachen. So. Was ist der denn? Ist das das hier? Das Gerät? Ja. Moin!
Können wir das kaputt machen oder können wir damit schießen? Nice. Sehr gut. So, und jetzt können wir uns den Turm eigentlich angucken. Wo komme ich denn da hin? Lass uns mal so ein bisschen runter. So, warte mal. Ich laufe jetzt nicht weiter. Ich wollte nur mal gucken. Da geht es auch noch weiter. Ich glaube, da kommen wir zurück zum ersten Stargazer. Aber nagelt mich nicht drauf fest. So, jetzt gehen wir taktisch vor. Einen nach dem anderen. Okay, das machen wir mal kaputt. Und das eigentlich würde ich auch ganz gern kaputt machen. Wobei, es kann eigentlich auch da liegen bleiben. So, jetzt haben wir den Turm schon mal auf. Strong. Ja, ja, Puppe der Zukunft, um dich kümmere ich mich ein andern Mal. Ich will mir erst das Gebiet noch weiter angucken. So, das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge definitiv den Fluss angucken. Oder das komplette Gebiet, eher gesagt. Ja, da um den ganzen verseuchten See herum. Werden wir die beiden Puppen auf jeden Fall machen. Ah, vielleicht hätte ich erst den Typ hier mit dem Mörser die Kisten zerschießen lassen sollen. Vielleicht wäre das schlauer gewesen. Vielleicht ist da was Cooles drin. Oder wäre was Cooles drin gewesen. So, dann möchte ich hier nochmal runter. Aber gut, vielleicht kriegen wir den ja auch selber kaputt geschlagen. Das wäre auch irgendwie cool. So, dann wollte ich hier lang. Gucken, ob wir hier wirklich zum ersten Stargazer wieder kommen. So, aber ich habe noch nichts gefunden, was eventuell die Feuerkugeln. Whoa, an earthquake. That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Ich will nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht zu weit. Also hier geht es offensichtlich weiter. Wir werden mal gucken, ob wir vielleicht den nächsten Stargazer erreichen. Aber dann spätestens da, dann wird es wieder zurückgehen. Okay, da ist er schon. Vorher das Item. Notiz der Wache. Gucken wir uns sofort an. Warum in aller Welt ist das Ding überhaupt hier in Krat? Als die Stadt mich losschickt, um das Monster zu fangen, dachte ich, es sei ein Scherz. Ich dachte mir, wahrscheinlich sei eine kaputte Puppe oder ein Bär mit der Versteinerungskrankheit. Dieses grüne Ding ist riesig. Was zur Hölle hat es denn im Sumpf gefressen, dass es so groß wurde? Ich bitte um Vergebung für alle Sünden meines Lebens. Der Engel wird uns führen. Okay, das macht mir jetzt nicht wirklich viel Hoffnung, auch wenn ich dann nur mal kurz drüber geflogen bin. So. Zum Stargazer teleportieren. Schlucht des kahlen Sumpfes. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir gehen erst nach Hotel Krat, sprechen da und geben die Kiste ab. Und dann gehen wir zurück zum, in dem Gebiet dann dritten Stargazer. Und werden dann den Fluss machen. Ja, also dieses überschwemmte Gebiet da. So, dann können wir auch gleich nochmal die Chance nutzen und uns aufleveln. So. Und zwar, wir haben jetzt mittlerweile 24 Vitalität, 35 Entschlossenheit. Und es scheint mir so, als wenn da noch viel mehr Leveln eigentlich nicht was bringt. Und zwar, ich würde ganz gerne auf Fortschritt machen wir ein Level und eins in Vitalität, damit 25, 20, 35 und dann hauen wir jetzt nochmal ein paar Punkte in Fortschritt rein. Damit wir auch einfach mehr von der Legionswaffe dann auch nutzen können. Ne? So, dann werden wir nochmal kurz an die Tasche gehen
und mal ein paar Seelencontainer bzw. Ergo-Container ploppen. Gib mir da mal 300. Hier gibst du mir dann 1,5. 3000. 1400. Hier nochmal. Und hier auch nochmal. Und das sind natürlich die Boss-Ergos. Die wollen wir natürlich nicht ploppen. Nicht für Seelen. Gucken, ob wir da irgendwie noch eine schöne Bosswaffe oder sowas uns aneignen. Wir kriegen nur ein Level hoch. Schade. Aber gut. Sei es drum. Dann geben wir ihm hier nochmal die Vorratskiste. Ja, Waren hinzufügen. Master Vanini's collection, patrons of prestige can always count on. Okay, er erzählt immer das Gleiche. So, was hat er denn jetzt Schönes für uns? So, wir haben jetzt Zufriedenheitsschleifstein, erhöht vorübergehend kritische Trefferrate der Waffe. Oha, nice. Zerstörung, erhöht vorübergehend überwältigenden Angriff der Waffe. Wir haben Klinge des Pistolensteinbohrers. Ist eine Entschlossenheitswaffe. Ist ein Dolch, okay. Und nochmal Tyrannenmörder-Dolch. Skelett auf Technik. Und hier haben wir nochmal ganz viele Fütterungen. Wir haben nochmal Amulett der blauen Wächterschaft. Erhöht die maximale Menge an LP, Ausdauer und Legionen. Oh, strong, Digga. Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Ring der Gunst. Und Fortschritt plus 4. Ey, strong. Holy shit, strong. Das feiere ich. Wir legen erstmal alle ab. So, es kommt natürlich auf jeden Fall der rein. Maximale Menge an LP, Ausdauer und Legion. Holy shit. Nehmen wir. Dann möchte ich auf jeden Fall Ausdauergeschwindigkeit. Wie viel haben wir jetzt an Ausdauer? Lass mal checken. Achso, verbraucht gerade keine Ausdauer. Schade. Dann erhöht maximale Ausdauer. Könnten das Gewicht erhöhen? Dann sind wir nicht mehr schwer. Ja, doch, doch, das bleibt so. Und dann werden wir hier mal kurz. Physische Schadensreduzierungsrate. Nehmen wir den mit 20. Was ist denn das? Wobei, da ist eigentlich relativ egal. Ich lasse den mal noch aus. Hier wäre eigentlich ganz geil, wenn wir so das Störungsschock. So das Beste, dass sich das nicht ganz so schnell aufbaut. Hier haben wir nur eins. Und dann könnten wir hier jetzt gucken, ab wann wir. Okay, hier können wir das Dickste und wir sind nicht mehr schwer. Nice. Okay, hat. I get the puppets. But what is happening? Okay, die erzählt nichts Neues. Weil, wisst ihr, vielleicht schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich weiß es einfach gerade nicht mehr, warum auch immer. Aber wer ist dieser Mann mit dem Hut? Ist das der Typ beim Baum? Kann das sein? Checken wir auch nochmal kurz ab. Hey, about my request last time. Did you give Ali Doddle the gloves? Phew. Even the Union's advancement test didn't make me this nervous. All right, I'm ready. Tell me the truth. Oh. Did the gloves make Ali Doddle happy? Ich will sie eigentlich nicht anlügen, aber. What? His fingers are fine? That can't be right. And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the Hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks for doing your part. Oh, arme Eugenie. Arme, arme Eugenie. Ich hätte sie eigentlich gern angelogen, aber ich will nicht lügen. Ich will, dass wir menschlich werden. So, dann schauen wir nochmal kurz bei dem Typen mit dem beim Baum vorbei. Der hat uns ja offensichtlich irgendwas zu erzählen. Und dann können wir auch noch direkt einmal die Goldmünzenfrüchte ernten.
Ja, das ist der Typ, der hat uns was zu erzählen. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well. Thanks. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Oh, warum werde ich immer vor Entscheidungen gestellt, die ich nicht treffen möchte? Ich komme wieder. Ach so. Eine Heilung für Antonia, ich dachte für mich. So, dann müssen wir wahrscheinlich entweder mit Antonia sprechen oder mit ihrem Butler. Das werden wir auch nochmal fix machen. So. Ich gehe davon aus, dass wir mit ihrem Butler sprechen müssen. I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would... Nochmal. Ist schon wieder so eine Entscheidung. Ja, Heilmittel nicht verwenden oder Heilmittel verwenden. Ich sag verwenden. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Leuchtendes Ergo-Fragment haben wir dann nochmal für erhalten. Schwierig, die ganze Entscheidung zu treffen, bin ich ehrlich. Weil man will ja auch, jetzt will sie nochmal mit uns sprechen. Man will ja auch die richtige Entscheidung treffen, ne? Das alles beeinflusst ja irgendwie das Spiel bestimmt. You have a moment to talk about Alidoro? I know I sound obsessed, but when the workshop tower collapsed, he saved me. We could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Alidoro's sacrifice back then, I don't want to think about it. And yet I can't forget it. That's why it's so puzzling. It's not like his finger could grow back. Could you find out more about Alidoro for me? If I called it surveillance, would that be too cruel? In any case, we need to watch out. You be careful too. Ich sag's euch, ne? Ich sag's euch, der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Der... Ich weiß nicht, ich hab da so ein Bauchgefühl, ne? Dass der Typ irgendwie... Weiß ich nicht, noch irgendwas Schlimmes plant oder sonst was. Genau, Schlucht des kahlen Sumpfes. Und von da aus gehen wir dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Gehen wir dann in den Sumpf, klatschen dort die zwei Puppen der Zukunft und looten dann das ganze Gebiet. Und dann werden wir mal schauen, was wir da alles noch finden. Ich hab da schon richtig Bock drauf. So. Aber das soll es hier erstmal gewesen sein, ihr Lieben. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen und ihr habt mindestens genauso viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Spielen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch in der nächsten wieder mit dabei. Ich sage, macht's gut. Bis dahin.